Herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Ich weiß noch einen sehr spannenden letzten Part, wo einfach ziemlich viel passiert ist. Zum Beispiel, wir haben den Waldtempel abgeschlossen, haben dieses Amulett bekommen und haben eine größere Tasche, was ihr an der 0, an der 99 erkennen könnt. Warum wir hier in der Zitadelle der Zeit sind, ich möchte mich gerne zurückverwandeln, weil das geht jetzt wieder, nachdem wir den Waldtempel abgeschlossen haben. Und hier war dann auch schon wieder Sheik auf uns. Du hast jenen bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Yeah. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zu dieser Zelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Das Lied des Erland mache ich als letztes. Und es ist auch sau leicht, wie ihr sehen könnt. Könnt ihr alles gut sehen? Oh verdammt. Ich zoome noch mal vielleicht ran, oder? Irgendwie, mein Fernseher ist halt komisch platziert. Erik ist übrigens nicht mehr da, das liegt daran, dass ein neuer Tag ist. Der Sonntag. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Und warum ich in die Zeit zurückreisen möchte, wegen dem Lied, das ich vergessen habe, als Kind, Link. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch die Macht über die Zeit. LP, wir sehen uns wieder. Die werden mir, ja, okay, jetzt habe ich schon gespoilert. Also, ich kann euch schon mal sagen, Sheik ist eigentlich ein Mädchen, aber hat sich halt als Junge verkleidet. Ja, Sheik werden wir im späteren Verlauf in jedem Tempel vor jedem Eingang wiedersehen. Auf jeden Fall, Leute, wird es Zeit, uns zurück zu verwandeln und das letzte Lied zu holen, das ich vergessen habe. Der nächste Tempel, den ich übrigens mache, ist der Feuertempel, weil ich finde, für den Wassertempel sind wir noch nicht bereit. Und außerdem habe ich schon furchtbare Angst vor dem Tempel. Ist er wirklich so schwierig, wie es manche betitelt haben? Ich weiß es nicht. Und jetzt ist natürlich wieder alles friedlich. Wie als ob nie irgendwas geschehen wäre. Im letzten Part haben wir auch die Geschichte erfahren, warum Link altern kann und seine Freunde nicht, da er in Wirklichkeit kein Kokiri ist. Ja, ziemlich viel ist im letzten Part passiert. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Parts wir stehen, da ich manche noch gar nicht gerendert habe. Und ich weiß ganz genau, dass wir in Kakariko das bekommen, was wir wollen. Hoffe ich doch. Ich gehe ganz stark davon aus. Hier müssen wir dann als großer Link wieder zurück, weil hier haben wir den Eingang zum Todesberg. Und ich glaube, wir müssen auf den Friedhof. Und zwar rede ich vom Lied. Der Sonne, glaube ich, heißt das Ding, mit dem man halt schneller von Ende des Tages zu Anfang des Tages und von Anfang des Tages zu Ende des Tages wechseln kann. Ja, ist mir egal, was du zu sagen hast. Und dann die restlichen Lieder, das sind alles nur noch Lieder, die wir von Sheik bekommen. Und es gibt ja zum Glück keine Geister mehr.
Ach, du hast keinen Ärger, ich sag's Boris. Wie auch immer Boris sein mag. Ich glaube, hier muss man spielen. Oder? Ach ja, genau. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen des Familie. Und da gehen wir auch mal gleich rein. Wir wollen das ja erforschen. Oh man, so was. Voll die Leichen. Jetzt noch die letzte Fledermaus. Die müssen wir entzünden. Oder was? Was für ein tolles Verlies, Leute, gell? Oder gibt's von da oben was zu treffen? Also eine Fledermaus. Okay, man muss nichts entzünden, es geht einfach so. Ah ja, es ist nicht schön, so viele Rubine zu haben, mein Gott, Leute. Und hier sehen wir schon die Mumien, die es als großer Link genug gibt. Was ist es eigentlich mit 50 als Kanone? So. Ha. So macht man das. Und hier haben wir auch schon den Altar. Lesen. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die treuen Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Ich spiele die Hymne der Sonne. Hymne der Sonne gespielt. Und nun ist draußen wieder, scheint draußen wieder die Sonne. Ich hoffe, der verpetzt nicht Boris, dass ich den Stein in die Luft gesprengt habe. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Nice. Ja, das war sicherlich nichts Wichtiges. Sonst müssen wir uns nochmal hier durchkämpfen, durch die Toten.
Oh Mann, ist ja voll der Schockmoment. Oder wir können auch so abkürzen. Durchaus, sowas geht auch. Und sowas braucht 15 Minuten. Nun gut, nun machen wir es allerdings wieder so, dass ich jetzt wieder gehe. Jetzt werden wir irgendwie wieder raufgebeamt, irgendwie. Sonst können wir es ja uns gerne nochmal ansehen. Ich möchte halt, dass ihr das gerne seht. Also, wir haben jetzt als kleiner Link alle Lieder. Hier fehlen uns halt noch 4 von den 4 Tempeln. So, und ich weiß gar nicht, wie wir es mit den letzten beiden Tempeln machen. Also, ich weiß auch nicht, ob man nach dem Feuertempel, den Geistertempel. Was gibt's noch? Geister und Finsternis. Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Aber das fragt man sich auch bei Pokémon. Deswegen. Also ihr seht, es ist wirklich ein erleichtertes Leben, wenn man eine größere Geldbörse hat. Sonst tauchen auch hier die Knochenskelette auf und die interessieren uns relativ wenig. Daher, ich denke, dass es keine käuflichen Erwerbungen mehr zu erledigen gibt. Ob ich noch eine zweite Geldbörse irgendwie hinkriege, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall macht die Tür jetzt nicht auf. Das finde ich schon mal schade. Aber stimmt, ich habe ja jetzt die Hymne. Oh mein Gott, ich habe die wieder vergessen. So, jetzt könnt ihr mal sehen, was die bewirkt. Hymne der Sonne, zack. Ha! Ich meine, wenn man es schon hat, wieso setzt man sie dann nicht ein? Mein Gott, das ist so ein Umweg, ey. Ich würde gerne cutten, aber das wäre mir zu viel Arbeit, das dann zusammenzuschneiden. Oh, der Todesberg, der noch nicht irgendwo. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Der hat aber damals noch recht wenig für Verwirrung oder für Zerstörung gesorgt. Also dazu sagen, der Todesberg in Twilight Princess ist etwas anders geformt. Gut, da hätten wir eigentlich alles, was nötig ist, als Kindling erledigt. Gut, es gäbe ja noch die Maskenquest als kleiner Link plus das Langschwert, aber wie gesagt, das ist mir viel zu optional, als ob es irgendwie nötig wäre. Übrigens, genau hier irgendwo an dieser Stelle ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber beim 3 gibt es ja den Superassistenten, wo man nochmal Visionen schauen kann, wie was geht. Und hier ist zufälligerweise so einer. Man erzählt ja schon, der Todesberg hat sich durchaus verändert. Oh Mann! Was machst du? Wer hat diesen Müll hier angerichtet? Ich weiß es nicht. So, dann würde ich mal sagen, dann beenden wir den Part da, wo wir den letzten Part beendet haben. Und zwar mit Kakariko. Und hier müsst ihr eigentlich auf unser Pferd warten. Ja, natürlich wartet ihr auf unser Pferd. Warum auch nicht? Aber mir war es einfach nur so wichtig wegen diesem Lied. Und jetzt haben wir schon wieder 2 Lieder, also doch einen Fortschritt erzielt. Im nächsten Part wird allerdings dann
Ding kommen. Der nächste Dungeon, denke ich mal. Zumindest anfangen und das neue Lied. Oder dann schauen wir mal im Dorf der Goronen vorbei und so weiter und so fort, Leute. Und das alles im nächsten Part. Ciao!